Gruppe wird angegriffen. Beschützen. Ja, das sollte machbar sein. Paladin heilen. Uga uga. So. Schlag des Anführers. Feuerwall. Herzschuss. So. Doppelschlag. Und ja. Ein Kampf, bei dem ich kaum weiß, wie ich ihn ein zweites Mal bestehen sollte. Ja, ja, genau. Quest fortsetzen. Uga uga. Dschungel. Hui hui. So. Alter, weißt du, warum werde ich hier jedes Mal angegriffen in der Stadt? Es macht keinen Sinn, Leute. Es macht keinen Sinn. Vergesst es einfach. Sucht euch jemanden in eurer Größe. So. Will weiterreisen, bitte. Obwohl, wenn ich schon mal in der Stadt bin, wo ich keinen Encounter befürchten muss, der mich eigentlich nur nervt, wird's aus. So. Also, falls ihr jetzt den Eindruck habt, dass mich das Spiel nervt, das ist eigentlich nicht richtig. Das Spiel ist super cool, aber trotzdem, es ist ein bisschen doof, dass ich gerade irgendwie so in einem Levelbereich bin mit meinen... Ach, schon wieder. In einem Levelbereich bin mit meinen Charakteren, wo ich sagen muss, ey, ich weiß nicht so recht, wohin. Es gibt entweder nur zu hart oder völlig lächerlich wie hier. Aber ich denke mal, in ein, zwei Leveln hat sich das auch wieder gegeben, wenn wir ja so ein bisschen über 20 sind. Weiterreisen. So. Uralter Dschungel, geben wir den Sachi ab. Ja, haben wir noch einen Encounter. Was gab es denn hier? Hier gab es diese komischen Viecher. Ich erinnere mich. Pfeilhagel. Na? Die halten ja wahnsinnig viel aus. Miau. Zack. No? Miau. Interessantes Geräusch. Victory. 500 EP, ein Gold. Ich kann mich zur Ruhe setzen. So. Ruhe, Ruhe. Dieser Wald ist viel zu kalt für mich gewesen. Gib mir Money. Ja, Quest dann. Danke, ui, ui. Oh nein, ich hätte es nie geschafft. Ui, ui. 5000 MP, Amulett des Scharfschützen, alles wunderbar. Und ich darf wieder zurückreisen. Und vermutlich springen mir wieder 10.000 Viecher ins Gesicht. So. Ich sollte mir vielleicht wirklich mal was... eine 1, ne? Gepatzt. Ich sollte mir mal irgendwas holen, was ein Plus auf Würfelwürfe gibt, damit es nicht mehr so viele Random Encounters gibt. Obwohl ich damit plus 1 natürlich nicht weit komme, vermute ich mal. Da muss ich schon was Härteres kaufen. So, weiter. Victory. Ja, 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 fein. Reisen. Zack. Ich will wieder in den Wald. In den Dunkelwald. Die kleine Schwester des Schwarzwalds. Sehr schön. So, was gibt es hier noch an Quests? Die Rettungsmission... und die Jagd. Ich mache erstmal so eine Riege 23er weg. Einfach, weil ich es kann. Ihr seid von Monstern umzingelt. Macht euch kampfbereit. Tötet 7 Larana in einer oder mehreren Schlachten. Monsteranmarsch. Ah ja, das sind diese Spinnen. Ja, ganz toll. Ich kann also immer nur eine nehmen, ja. So eine Bestie. Das heißt, ich muss jetzt 7 solche Schlachten machen. Ich weiß ja noch nicht so genau, ob ich das Quest nicht einfach abbreche und was nehme, das schneller geht. Weil 7 solche Dinger einzeln dahin zu raffen, habe ich ja eigentlich fast keine Lust dazu. So, kommt vereisen. Auf der anderen Seite muss man sagen, geht es schon auch echt relativ schnell. Aber es gibt halt auch keinen Gruppenbonus und so auf die EP. Gar nichts, was irgendwie lohnen würde. Weil wir sind ja eigentlich hier gerade nur zum Leveln unterwegs, ne? So, wenn das jetzt nicht sich hier nicht lohnt, was es eigentlich nicht wirklich tut. Kann jemand mal Pizza bestellen? Fähigkeitspunkte! Unser Druide ist mal wieder gestiegen und ich gehe mal mehr auf Schaden. Yep.
Und noch 6 davon, ey. Na gut, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch noch einfach mal so 2 Schneebären dazustellen. Ihr könnt nicht vorbei. Flieht, ihr Narren, flieht. So, damit könnte ich mir jetzt schon leicht übernommen haben. Upsi. Naja, schauen wir mal. 7-mal müssen wir das halt machen. Das ist das, was mich nervt bei der Sache. Also danach noch 6-mal. Heiliger Schild. Und komm, schick mal schlafen. Und hier machen wir einen Herzschuss. Ich sollte die Dicke, glaube ich, erst machen, weil die spawnt ja dann wieder kleine Spinnen nach einer gewissen Zeit. Was ja mal nicht sein muss. So, Feuerball, dahinter. So, ja genau, körperlicher Widerstand ist gut. Schlag des Anführers. Und eine Regeneration auf den Paladin. Und ja, Herzschuss auf die Dicke. Und Doppelschlag, auch dahinter. So. Der nächste Feuerball geht trotzdem auch wieder auf den Bären, einfach aus Gründen des Brandschadens, also des Blutungseffekt quasi. Schlag des Anführers, zack, zack, um die kleine Spinne kümmere ich mich später. Die ist jetzt dann wirklich erstmal egal. So, Herzschuss und Doppelschlag, zack, zack. Und da haben wir sie doch schon fast. Ich glaube, jetzt kann ich sie sich selber überlassen mit dem Blutungsschaden. Dann, das wollte ich nicht, da wollte ich ihn klicken, mache ich mal ein Vereisen auf den Bären. Ja, genau, die ist Geschichte, sehr schön. Schauen wir mal, wie viel halten die kleinen Spinnen aus. Hält sich in Grenzen, ne? Hält sich in Grenzen. So, zu einer Bestie hierhin. Herzschuss. Den Bären sollte man noch relativ zügig um die Ecke bringen. So. Das war's mit einem sehr interessanten Knurren. Gut, dann zünde ich mal die Spinne da hinten an. Solange der noch schläft, gehen wir einfach mal auf die kleine Spinne los. Wir müssen das ja nicht verschwenden, diese Zeit, die wir da quasi haben. Herzschuss, und das dürfte dann mit dem nächsten Brandschaden auch schon gewesen sein. Deswegen machen wir den Bären hier noch. Voll interessante Effekte haben die Bären hier. Feuerball. Brennen beide. Sehr schön. Schlag des Anführers auf den Bären. Und der Zorn der Bestie dahinter. Sehr schön. Und Herzschuss. Und Doppelschlag kann ich nicht machen. Mache einen Betäubungsschlag. Und der Bär ist tot. Fast 9000 EP. 130 Geld. Ja, so lohnt sich das schon eher. Und nochmal 2 Level Ups. Das ist natürlich auch gut. So, gehe ich hier weiter auf Damage. Und wer war das noch? Genau, Fräulein Goldbeere. So. Mehr Zusatzschaden. Jetzt muss ich natürlich einmal kurz rasten, ne? 11 ist immer noch gut. Ha. Ja, ich mach's trotzdem weiterhin so, ne? Larana. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert mit den 2 Schneebären. So, Herzschuss. Ich mache sie jetzt trotzdem auf schnellstem Wege weg. Rana hier. Und einen schicke ich wieder Schlaf von den Bären. Das hat ja prima funktioniert soweit. Schild geht an. Feuerball. So, brennt die Spinne. Und Herzschuss. Zack. Und kriegen wir weniger von den kleinen Spinnen vorgesetzt. Vielleicht schaffen wir es gar keine zu kriegen diesmal. Das wäre natürlich super. So, eine Bestie sind schon gut unter der Hälfte. Noch ein Schlag des Anführers dahinter. Und komm, noch ein Feuerball drauf. Einfach weil ich so schnell weghaben möchte. Herzschuss. Und ein Doppelschlag. Und dann kommen wir doch schon in den Bereich, in dem es echt gut aussieht, glaube ich. Wenn jetzt der Verbrennungsschaden einmal durchkommt, dann sollte es das gewesen sein. Genau, perfekt. Gut, dann können wir uns jetzt auf den einen Bären konzentrieren, den wir erstmal anzünden. Und ins Herz schießen. Und mit einem Doppelschlag vergiften. So. Sehr freundlich sind wir zu den Bären hier. Na gut, sie empfangen uns ja auch sehr warmherzig hier in dem Wald.
Schlag des Anführers. Naja, es geht schon halbwegs zügig. Man kann sich eigentlich nicht beschweren. Ich wecke den Bären hier gleich mit Vereisen auf. Dann ist er mit noch eine Runde weg. Länger hätte das, glaube ich, auch nicht mehr gehalten, das Schlafen. Dann nochmal der Doppelschlag da drauf. Und der Brandschaden tut sein Übriges. Zorn der Bestie. Und Schlag des Anführers. Und anzünden. Ja, na, das übliche Programm. Der Bär macht's nicht mehr lange. Zuck. Ja, greif einfach normal an. Es lohnt sich alles nicht mehr hier. So. Victory! 7000 EP, 62 Gold. Naja. Naja. Noch vier hinzufügen. Was haben wir denn noch außer den Schneebären? Das ist. Die sind alle Elite. Ich probiere mal einen Dreibären. Ja, ich weiß, ich werde größenwahnsinnig. Hatschuss. Und ich habe nicht mal gereckt. Scheibe. Na gut. Zack, zack. Gleiche Taktik wie gerade. Wir machen erstmal die Spinne kaputt. Ich schicke einen Bären schlafen. Vielleicht schicke ich auch zwei Bären schlafen. Muss ich da mal gucken. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir die Spinne möglichst schnell wegkriegen. Die Bären an sich sind natürlich kein Problem. Damit dürfte ich nur die treffen. Genau, dann wacht der hier rechts nicht auf. Noch ein Doppelschlag. Zack, zack. Ein Druide dran ist. Ja, er muss die Regeneration erstmal wirken. Ich wollte jetzt schon sagen, macht er Gaias Segen. Aber natürlich ist es erstmal wichtig, dass wir einen Paladin am Leben erhalten. Dann zünde ich noch einen zweiten Bären an. Das sollten wir uns einfach nicht entgehen lassen, dass wir hier über die Runden hinweg einfach so viel Schaden von dem Feuerball kriegen. So, ich sehe schon, machen wir hier den Betäubungsschlag, dann ist der erstmal ausgeschaltet. Jetzt haben wir die erste Spinne an der Backe, das habe ich befürchtet. Gaias Segen, haben wir wieder ein bisschen Mana für alle. Hier machen wir heilen. Und ja, dann müssen wir trotzdem den auch noch anzünden. Weil jetzt brauchen wir wirklich maximalen Damage-Output. Und der kommt einfach, wenn wir diese Blutungseffekte voll ausnutzen. So, das sollte fast reichen, wenn die jetzt abfackelt quasi. Perfekt, so habe ich mir das gewünscht. Dann, ja, machen wir hier erstmal Schaden auf den da. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Nee, der macht auch mit Schaden jetzt. So. Ich denke mal, der Hauptschaden kam schon von der Spinne. Feuerball auch auf die kleine Spinne hier. Ich muss einfach maximal viel rausholen. Deswegen gehe ich jetzt hier auch wieder auf den Pfeilhagel, dass ich die alle drei treffe. Den lasse ich jetzt wirklich schlafen, bis er aufwacht. Es muss nicht sein, dass der uns jetzt hier voll in die Parade fährt. Ja, so, hier, da ist der Feuerball abgelaufen. Aber vielleicht reicht der Blutungseffekt hier. Auf der anderen Seite, der Schlag des Anführers ist da eigentlich perfekt dafür, um hier so mittelmäßig Schaden nochmal rauszuhauen. Jetzt würde der gleich aufwachen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen kann ich auch einfach mal ein Meteor raushauen, denke ich mal. So, haben wir nur noch die zwei Bären und der eine ist eh schon stark lediert. Machen wir den erstmal fertig. So. Und der Brandschaden reicht, genau. Und dann, ja, zack, zack. Ist schon alles machbar. Haben wir uns nicht wirklich übernommen. Aber vorher Regen wäre trotzdem nicht verkehrt gewesen, glaube ich. So, Schuss, den haben wir gleich. Doppelschlag geht nicht mehr, machen einen Betäubungsschlag. Mal Zorn der Bestie. Dann haben wir hier jetzt quasi schon Crit-Chance, Crit-Garantie fast, meine ich. Komm, dann können wir, den machen wir normal. Sparen wir uns das restliche Mana. Victory! 11.000 EP, das hat sich schon gelohnt. So, und der Magier ist ein Level up. Ja, komm. Feuerball. Weiteren Grundschaden und dann gehen wir jetzt nochmal ein, zweimal auf den Mana-Strom bei den nächsten Steigerungen. Jetzt müssen wir einmal kampieren und werden nicht angegriffen, das ist auch schön. Das ist auch sehr, sehr schön. So, alle wieder voll und aufwachen die Damen. Frühstückszeit.
So, drei dieser Kämpfe haben wir noch. Naja. Ich mache die jetzt so, weil ich will das Quest fertig haben. Ich will das Quest jetzt fertig haben. Weil diese Kämpfe, wenn man die nur einmal mit reinnehmen kann, machen nicht so wirklich viel Spaß. Ich mache sie jetzt trotzdem platt, auch wenn hier dieses extra Ding ist. Also die extra Spinne so schnell erschienen ist, die ignoriere ich erstmal. So, ich hätte vielleicht auch das Schild als erstes machen sollen. Herzschuss. Aber ja, das kriegen wir schon alles gebacken hier. Und dann sollte man levelmäßig wirklich weit genug sein, um in das Level 25 Gebiet vorstoßen zu können. Ne? Dann sind wir hier, der ist 22, hier schaffen wir vielleicht noch ein, zwei 22er. Das ist der niedrigste der Jäger dann vermutlich mit 19, wenn wir hier fertig sind. Wenn wir hier fertig bin. Hm? Wenn ich hier fertig sind und wir hier fertig bin, dann sind wir gut dabei. So, Schlag des Anführers. Zack. Herzschuss. Und die sollte doch jetzt mit dem nächsten Brandschaden das Zeitliche segnen. Das sage ich doch. Zorn der Bestie. Da brauche ich keine Fähigkeiten mehr. So. Victory. Gibt natürlich weniger EP, aber dafür geht es deutlich schneller. Und hier sind wir schon bei Level 19.